In der Exposomforschung wollen wir herausfinden, was uns krank macht. Wir sind an einem durchschnittlichen Tag vermutlich 10.000, 100.000, vielleicht auch Millionen von verschiedenen Fremdstoffen ausgesetzt. Wie viele davon wirklich toxisch wirken, können wir nicht seriös beantworten oder noch nicht. Aber das Wichtige ist auch nicht nur die Menge, wie viel von einem Stoff, sondern auch die Kombination. Mein Name ist Benedikt Wart und ich bin Professor für Lebensmittelchemie und Exposomforschung hier an der Fakultät für Chemie der Universität Wien. Als Kind wollte ich tatsächlich Bauer werden und ich erinnere mich noch gut, dass ich während der Unterstufe immer den Wunsch hatte, schon vor 100 Jahren zu leben, weil ich der Meinung war, dass damals die großen Naturforscher noch viele Fragen zu lösen hatten, die man ja jetzt alle kennt. Heute weiß ich, dass das natürlich genau andersherum ist und dass wir jetzt endlich die Technologien haben, um viele der wichtigsten Fragen erstmals adäquat zu adressieren. Wir wissen ja heutzutage, dass unsere Gene nur für 10-30%, also einen relativ geringen Anteil des chronischen Risikos für Krankheiten verantwortlich sind. Und demgegenüber stehen die Umweltfaktoren, das sogenannte Exposom, das 70-90% ausmacht. Zuerst ist mir wichtig zu sagen, dass es auch sehr viele gute, positive Umwelteinflüsse gibt. Allerdings gibt es natürlich auch diese Bad Actors. Das Problem ist, dass man aktuell dieses Exposom nicht messen kann. Wir entwickeln neuartige Technologien, um Hunderte, um Tausende dieser Substanzen simultan sehr genau bestimmen zu können und dann in Korrelation zu setzen mit dem Gesundheitsrisiko. Und hier können wir darüber informieren, wer sind diese bösartigen Chemikalien, die wir über Gesetze verhindern wollen und in weiterer Folge die Exposition verringern, um die Gesundheit generell zu fördern. In der Toxikologie ist das gerade ein sehr wichtiges neues Forschungsfeld, dass man sich anschaut, wie wirken die verschiedenen Substanzen zusammen und kann es hier zu sogenannten Synergismen, also potenzierenden Effekten kommen, die dann natürlich für die Gesundheit von besonderer Relevanz wären. Ich arbeite sehr gerne an der Universität Wien, weil wir hier ein sehr interdisziplinäres und internationales Umfeld haben. Wir haben sehr gute instrumentelle Ausstattung, insbesondere mit Massenspektrometern. Aber mit diesen Instrumenten können wir tausende Moleküle in wenigen Minuten höchst sensitiv messen. Wir leben in einer Umwelt, die sicherer ist als jemals zuvor, insbesondere in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit. Hier gibt es natürlich große Unterschiede. Beispielsweise, wenn jemand ein höheres Einkommen hat, ist diese Person im Durchschnitt, wird sie höher qualitative Lebensmittel kaufen, vielleicht mehr regional, mehr Bioprodukte, wo man annehmen könnte, dass dann die Pestizidkonzentrationen geringer sind. Das weiß man, das ist nachgewiesen. Allerdings, was meistens nicht dazu gesagt wird, ist, dass wenn man keine Pestizide einsetzt, dass es natürlich ein Risiko gibt, dass natürliche Kontaminanten, die durch Pestizide verringert oder verhindert werden sollten, in der Konzentration steigen. Das Hauptproblem in unserer Gesellschaft nach wie vor, falsche Ernährung ist zu viel Ernährung und vor allem zu viel Rauchen und Trinken.